Hallo Freunde des Handwerks, herzlich willkommen zu einem neuen Video aus meiner Walmdachbaustelle. Heute geht es weiter im Badezimmer im Dachgeschoss. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie ich diese Vorwandinstallation verkleidet habe und die Duschtrennwand. Der Elektriker musste wohl an die Vorwandinstallation nochmal ran. Er musste noch ein zusätzliches Kabel verlegen. Wie ich gehört habe, ist das wohl eine Art Absaugung für die Toilette. Habe ich noch nie gesehen, noch nicht im Einsatz gesehen, aber ein weiteres Kabel liegt in dieser Vorwand. Der Fliesenleger hat seine Wände schon abgedichtet, wie ihr hier erkennen könnt. Und ich möchte das heutige Video nutzen, euch eine andere Variante der Dachflächenfensterverkleidung zeigen. Viel Spaß beim Zuschauen! Bevor ich jetzt mit meiner Dachflächenfensterverkleidung beginnen kann, muss ich erstmal die Dachfläche, auf der sich das Dachfenster befindet, erst einmal ausrichten und alle Latten befestigen. Wichtig hier im Duschbereich, gerade Übergang Dachschräge zur Duschtrennwand, ist es wichtig, dass die spätere Verkleidung der Dachschräge an der unteren Kante so exakt gerade wie möglich ausgeführt wird. Das würde fürchterlich aussehen, wenn der Fliesenleger sich an meine Dachschrägenverkleidung heranarbeiten müsste und bei 1,70 Meter Breite der Duschtrennwand, da wären Höhenunterschiede von vielleicht einem Zentimeter. Ich glaube, das würde kein Bauherr akzeptieren, wenn ich an der oberen Kante so eine schräge oder so eine schräg verlaufende Fliesenkante dann hätte. Darauf achte ich ganz extrem. Hier noch ein Beispiel an der kleinen Fläche, da kann man es ganz gut erkennen, dass ich da wirklich auch darauf achte, dass der Fliesenleger später da keine Probleme hat. Bevor ich dann mit der eigentlichen Verkleidung des Dachfensters beginne, prüfe ich immer noch mal alle Klebestellen nach. Ihr habt ja in meinem letzten Video sehen können, dass ich die Schürze vom Fensterhersteller verwendet habe. Da gab es im letzten Video auch einige Kommentare dazu bezüglich der Kosten dieser Dampfbremsschürze. Ja, das ist natürlich immer so eine Sache und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe es jetzt hier nochmal von Hand gefertigt, so wie viele Kollegen das auch machen, indem ich die Intelloban verwendet habe zum Abdichten des Dachfensters und mit Klebeband gearbeitet habe. Das geht natürlich auch. Allerdings, wer das noch nicht so oft gemacht hat, da können natürlich viele gefährliche Fehler auch entstehen, Leckagen, die erstmal so gar nicht auffallen. Und deswegen verwende ich oftmals diese Schürzen, gerade wenn es nur ein Fenster ist, wird die gleich mitbestellt. Aber hier habe ich jetzt 8 Fenster, da ist natürlich irgendwann auch mal der Kostenfaktor zu berücksichtigen. Hier war es zusätzlich noch ein reiner Zeitfaktor. Ich hatte die Folienschürzen nicht bestellt und als ich dann dazu kam, die Fenster zu verkleiden, war es dann auch schon zu spät. Also kein Problem, ist auch so zu fertigen. Ich weiß, wie es funktioniert und ich glaube, man kann das auch ganz gut erkennen, dass das halbwegs passabel aussieht. Ein weiterer Punkt, der in den Kommentaren aufgegriffen wurde, war die Frage, die Schürze vom Fensterhersteller passt von den Werten her nicht zu der Klima Intello. Das wollte ich ursprünglich abklären, hatte ich dem Kollegen auch geschrieben. Ich kam jetzt leider aus privaten Gründen noch nicht dazu, mich in der Richtung weiterhin zu informieren. Ich möchte aber noch mal kurz darauf hinweisen, dass ich das nicht vergessen habe und bei nächster Gelegenheit dieses Thema noch mal aufgreifen werde. Wie ich bereits in meinen letzten Videos schon erwähnt habe, verwende ich für meine Unterkonstruktion ausschließlich Lattung der Schnittklasse S10. Die sind einseitig gehobelt und natürlich auch getrocknet, sodass da eine recht gerade Unterkonstruktion auch möglich ist. Einer der Kollegen schrieb mir, dass er dafür einseitig gehobelte Bretter auch verwendet. Das ist natürlich etwas angenehmer später dann beim Beplanken, da ich bei meiner Lattung mit 5 cm Breite pro Platte dann am Plattenstoß jeweils nur 2,5 cm Auflage habe. Je breiter das Auflager ist, umso bequemer ist es natürlich später dann auch mit dem Ausrichten. Ich habe mich daran gewöhnt,
Ich muss halt relativ gerade einlatten, mache das alles mit der Schlagschnur und so funktioniert das eigentlich auch wunderbar. Ja, hier sehen wir gerade, dass diesmal nicht die Balkenschuhe der Wechselhölzer gestört haben, sondern das von mir montierte U-Profil der Duschtrennwand. Habe ich erst gar nicht so erkannt. Das hat sich wohl da etwas nach oben gebogen durch mein UA-Profil. Da muss man natürlich dann gegebenenfalls darauf reagieren und das nochmal ein bisschen ausklinken. Wer die erste Variante meiner Dachflächenfensterverkleidung gesehen hat, ich verlinke euch das Video auch nochmal, der wird erkennen, dass hier die Konstruktion, die Unterkonstruktion für das Dachflächenfenster schon im Anfangsstadium etwas anders aussieht. In dem letzten Video habe ich zuerst die Unterkonstruktion aus CD- und UD-Profilen hergestellt und danach die Folie montiert. Da kam es natürlich dann später beim Beplanken dazu, dass ich durch die Folie geschraubt habe mit meinen Gipskartonschrauben. Das wurde auch vielfach bemängelt und das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier ein weiteres Video drehe zu diesem Thema. Denn diese Durchdringung durch die Folie sind natürlich weitestgehend auch zu vermeiden. Ich bin ja auch darauf eingegangen und habe es trotzdem so gezeigt, weil ich es bei vielen Kollegen auch so gesehen habe. Hier jetzt eine andere Variante und ich möchte euch hiermit auch zeigen, dass das auch möglich ist, ohne eine Schraube durch die Folie zu drehen. Noch einmal ganz kurz zu den Durchdringungen durch die Folie, wie Tackerklammern oder auch Schrauben durch die Folie. Prinzipiell ist es kein Problem, solange ich die Schraube nur einmal eindrehe und das Material, wie zum Beispiel die Gipsplatte oder die Dachlatte, auf die Folie aufgepresst werden. Das reicht prinzipiell zur Abdichtung aus. Ich bin da auch nochmal in dem Video mit meinen Ständerwänden ums Treppenhaus drauf eingegangen. Das verlinke ich euch hier oben auch nochmal. Sobald ich allerdings diese Schraube nochmal rausdrehe und wieder reindrehe, reicht diese Klemmung natürlich dann nicht mehr. Deswegen hier jetzt eine Variante der Dachflächenfensterverkleidung, bei der ich keine Schraube nochmal nachträglich durch die Folie drehe. Im Gegensatz zu der letzten Dachflächenfensterverkleidung bleibt im unteren Bereich die Unterkonstruktion und die Gipsplattenverkleidung rechtwinklig zum Dachflächenfenster. Das liegt hier an der Trempelhöhe. Das Fenster ist meiner Meinung nach normalerweise viel zu hoch. Man kann also kaum rausschauen. Oben allerdings wird eine rechtwinklige Verkleidung begonnen und dann waagerecht rübergezogen. So fühlt es eigentlich am liebsten aus. Und hier in diesem Fall wird die Unterkonstruktion jetzt durch die Gipsplatte hergestellt. Um die Unterkonstruktion aus Profilen einsparen zu können, verwende ich jetzt hier einen Gipskartonfräser. Mit diesem 90-Grad-Fräser kann ich beliebige Winkel herstellen. Bei diesem Verfahren wird die Rückseite der Gipskartonplatte von hinten eingefräst und zwar so tief, dass die Sichtseite der Gipskartonplatte nicht beschädigt wird. Beim Falten der Gipsplatte kann es dann schon mal passieren, dass die Papierkaschierung einreißt oder beschädigt wird. Um das ein wenig zu verhindern, klebe ich vorsichtshalber etwas Crepe auf die Vorderseite. Das stabilisiert so ein bisschen die Papierkaschierung. Muss nicht passieren, kann aber passieren. Wir sind hier nicht im Labor und da kann es durchaus mal zu leichten Wellen bei der Fräsung kommen. Und so habe ich ein wenig mehr Sicherheit. Bevor ich nun die Gipsplatte in dem gewünschten Winkel fixieren kann, in unserem Fall hier mit Montageschaum, muss ich natürlich wegen der immensen Staubentwicklung die Klebeflächen erst einmal grundieren. Hier habe ich ein kleines Musterstück mal angefertigt. So sieht das dann später im fertigen Zustand aus. Ich kann den Winkel so herstellen, wie ich den gerne hätte. Hier sieht man mal die Rückseite, das ist jetzt ein bisschen angegriffen durch das Kreppband. Das ist aber kein Problem. Und man sieht, wie stabil das eigentlich werden kann. Und jetzt kann man auch erkennen, warum ich diese zwei Seitenteile als erstes gefertigt habe. Da ich ja den exakten Winkel mir nicht rausmessen möchte, habe ich mir praktisch hier eine Schablone gefertigt. So habe ich den gewünschten Winkel jederzeit parat und kann in dieser Position das Bauteil trocknen lassen. Es gibt zum Fertigen solcher Faltungen natürlich speziellen Kleber.
Ich verwende hier für solche Sachen allerdings meinen Einkomponentenschaum. Das dauert ca. 30 bis 40 Minuten, bis das ausgehärtet ist. In dieser Zeit arbeite ich dann an einer anderen Stelle weiter. Sobald ich den Montageschaum eingebracht habe, schiebe ich meinen Gipskartonstreifen einfach nach vorne in die gewünschte Position und habe so den exakten Winkel für meine Dachfensterverkleidung. Mit dieser Methode der Schablone kann ich jetzt meine 8 Dachflächenfenster vorbereiten. Das kann in Ruhe trocknen, es liegt mir nirgendwo in den Füßen und ich kann in dieser Zeit an meiner Dachschrägenverkleidung weiterarbeiten. Der Bauherr hat sich gewünscht, dass die Grat- und Kehlsparren soweit sichtbar bleiben sollen. Das heißt natürlich für mich exaktes Messen, denn ich möchte nicht an diesen Balken ranspachteln müssen. Das heißt also, so sauber wie möglich ranarbeiten, erspart später unnötige, aufwendige Spachtelarbeit. Ja, wie ihr wisst, bin ich ein Freund von Arbeitserleichterungen. So habe ich auf meinen Baustellen, wenn es mal etwas länger dauert, gerne diesen Wagen dabei. Da liegen meine Schrauben alle drauf, meine Handwerkzeuge, auch meine Akkuschrauber, die ich gerade nicht verwende. Das sieht erstmal ein wenig merkwürdig aus. Wieso hat er auf der Baustelle so eine Art Servierwagen? Aber wenn man mal überlegt, wie oft man sich jeden Tag bückt nach irgendeinem Päckchen Schrauben oder einem neuen Gurt für den Magazinschrauber oder der Schmiege oder dem Hammer. Also unwahrscheinlich oft muss man sich bücken und das erspare ich mir einfach, indem ich diesen Wagen verwende. Den ziehe ich mir an den Punkt, an dem ich gerade arbeite und habe exakt immer alles dabei, was ich gerade benötige. Ich habe jetzt gerade nochmal gezeigt, wie das an der Duschtrennwand jetzt aussieht, im fertigen Zustand, mit der Wasserwaage eine exakte Kante. Jetzt ist mittlerweile das Badezimmer vom Fliesenleger fertiggestellt worden. Er hat sich wirklich die Arbeit gemacht und hat die Fliesen, die gegen die Dachschrägen laufen, auch alle angeschrägt. Super, gar keine Frage, habe ich bis jetzt selten so gesehen. Die meisten schneiden einfach nur gerade ab und die Fuge zum Übergang Dachschräge wird dann später mit Acryl verfüllt. Er hat sich wirklich die Arbeit gemacht und hat jede Fliese angeschrägt oben. Gefällt mir sehr gut. Allerdings in der Dusche hat wohl eine Fliese irgendwie nicht so geklappt. Die war etwas zu niedrig und anstatt diese Fliese auszutauschen, hat er meine Spachtelmasse verwendet und hat meine Dachschräge aufgespachtelt, so dass wir jetzt trotzdem eine runde Kante im Übergang Duschtrennwand zur Dachschräge haben. Ich war erst erstaunt, als ich das gesehen habe. Ich dachte, ich hätte vielleicht doch nicht exakt gearbeitet, deswegen hat er die Ecke aufgespachtelt. Nein, er hat einfach nur die Fliese zu kurz geschnitten und hat dann nichts Besseres zu tun gehabt, als meine Dachschräge nachzuarbeiten. Fand ich jetzt nicht so prickelnd, aber naja, mal sehen, was der Bauherr dazu sagt. So, meine Verkleidung für das Dachflächenfenster ist mittlerweile getrocknet. Das Kreppband habe ich jetzt entfernt. Es ist auf nichts kaputt gegangen beim Biegen der Gipsplatte. Das kann schon mal passieren, wie gesagt, wenn ich eine Welle drin habe in der Fräsung und nicht die exakte Tiefe einhalte. Kann passieren, muss nicht sein. Auch diese Dachlatte, die ich jetzt zusätzlich hier noch einbringe, die soll nochmal eine gewisse Stabilität bringen, ist normalerweise nicht erforderlich, weil die Gipsplatte durch die Faltung stabil genug ist. Allerdings habe ich relativ breite Dachflächenfenster von 90 cm, sodass ich so auf Nummer sicher gehe und nochmal zusätzlich eine Dachlatte einbringe. Wenn man immer alleine arbeitet, muss man sich Arbeitserleichterung schaffen. So auch hier. Auf der linken Seite habe ich meine Klebeschablone, die ich erst unten montiert hatte, jetzt oben dran geschraubt und kann so meine Deckenverkleidung an dieser Stelle hineinfahren. Jetzt hier auf der rechten Seite, ist manchmal ein bisschen blöd, wenn man das Teil falsch greift, kann ich dann einfach den Deckenstreifen nach oben drücken und mit meiner Schablone dann fixieren. Ihr seht, das ist relativ simpel. War ein relativ langer Weg bis zu diesem Punkt, was die Entwicklung angeht. Aber man sieht jetzt hier am fertigen Resultat, dass das doch relativ schnell geht. Das ist wirklich nur rechts und links den Streifen anfertigen, ausklinken, Schablone
an der Stelle montieren, sodass ich meine Gipsplatte dann da drauflegen kann, eine Fräsung herstellen, Kleber drauf, trocknen lassen, fertig. Ich wüsste jetzt nicht, welche Variante in diesem Bereich schneller sein soll, außer eine rein rechtwinklige Verkleidung. Ich denke, von der Geschwindigkeit, wenn man das jetzt hier mal so sieht, ist das eine der schnellsten Varianten und auch die sauberste Variante, gerade wenn ich bedenke, dass ich die vordere Kante ja jetzt auch nicht mehr spachteln muss. Das spart mir also auch hinterher einen enormen Zeitaufwand. So wie ich jetzt die obere Verkleidung gefertigt habe, kann ich das natürlich auch umgekehrt für eine senkrecht rechtwinklige Verkleidung im unteren Bereich fertigen. Halt einfach nur umgekehrt. Man sieht, dass ich nicht durch die Folie mehr schrauben muss, wie in meinem letzten Video. Alles ist selbsttragend durch das Falten der Gipskartonteile und die zusätzlichen Dachlatten, die ich natürlich als Unterkonstruktion mit einbringen muss. Der obere Punkt ist mir noch nicht stabil genug, so dass ich jetzt noch zusätzlich eine Dachlatte mit einbringe, die ich dann mit der Dachlatte der Dachschräge verschraube. Ich verwende auch hier, wie immer, zum Anschrägen der Gipsplatten meinen Multimaster. Ich kann diese Schrägen natürlich auch mit einem Fuchsschwanz herstellen, so wie ich das früher auch öfter gemacht habe. Jetzt brauche ich lediglich nur noch die untere Verkleidung herstellen. Hier wird sie ja rechtwinklig ausgeführt, so dass ich da einfach nur noch die Gipsplatten reinstecken muss in die Nut und kann sie mit der Unterkonstruktion verschrauben. Bevor ich die Verkleidung vom Dachflächenfenster fertigstelle, prüfe ich immer nochmal die Verklebungen. Da kann sich durchaus nochmal ein Klebeband lösen. Das fällt einem erst gar nicht so auf. Aber diese Dachfenster, diese Beschichtung der Dachfenster, ist mir schon öfter passiert durch Kondenswasser, durch Temperaturschwankungen, keine Ahnung, was da die Gründe sein können. Auf jeden Fall löst sich dann das Klebeband, was ja sonst extrem stark haftet, kann sich trotzdem ablösen. Deswegen prüfe ich das immer noch mal nach. Mittlerweile reibe ich das Dachflächenfenster auch vorher noch mal ab, um absolut auf der sicheren Seite zu sein. Und auch hier, wie ihr sehen könnt, exaktes Messen, exaktes Zuschneiden erspart später unnötige, aufwendige Spachtelarbeit. Das ist kein Problem, sich von Anfang an das anzugewöhnen, sauber und ordentlich zu messen und die Platten ergonomisch angenehm auf einem Tisch zu platzieren, sich die Zeit zu nehmen und das anständig zuzuschneiden. Die Zeit, die man durch schnelles Zuschneiden oder durch das nicht exakte Messen sich spart anfangs, die muss ich zum Schluss durch vermehrte Spachtelarbeiten einfach wieder ausgleichen. Und das möchte ich einfach nicht. Exaktes Arbeiten, das sieht auch der Kunde. Ich denke, das kann man so durchaus verkaufen und es sieht auch gut aus, bevor ich es verspachtelt habe. Meine Dachflächenfensterverkleidung ist jetzt abgeschlossen. Ich möchte euch allerdings die Fertigstellung des Badezimmers nicht vorenthalten, deswegen habe ich das jetzt mit aufgezeichnet. Und so komme ich zu einem Thema, das in meinem letzten Video auch bemängelt wurde. Und das völlig zu Recht. Das war auch meine Absicht, das so zu zeigen. Und zwar ging es um die Fugen, die ich am Dachflächenfenster in der Dachschräge hatte. Da war die Frage, wieso ich genau im Eckpunkt oder in allen vier Eckpunkten die Fugen hatte. Das soll natürlich nicht sein. Das ist völlig korrekt. Das kann zur Rissbildung führen, wie das immer auch so ist. Das vermeidet man auch bei Trockenbauwänden an den Türen. Deswegen gehe ich jetzt hier darauf nochmal ein, auch hier nochmal gut zu erkennen, wie exakt gerade das aussieht und auch von meiner Seite aus sein soll. Da lege ich, wie gesagt, sehr großen Wert drauf. Natürlich muss ich darauf achten, in diesen vier Ecken das zu vermeiden. Geht im Alltag manchmal vielleicht ein bisschen unter, aber auch hier ist es kein Problem, wie man sehen kann. Ich kann diese vier Ecken jetzt überdecken mit meinen Gipsplatten, so wie auch hier geschehen, und klinke dann einfach mit dem Multimaster die Ecke aus. So habe ich keine Fuge mehr
im Eckbereich und bin so auf der sicheren Seite, dass da später keine Risse entstehen können. Jetzt werdet ihr euch mit Sicherheit fragen, der eine oder andere vielleicht, wieso zeigt er erst ein Video, was schon fehlerbehaftet ist? Das hat sich einfach entwickelt aus der Zusammenarbeit mit vielen, ja, Mitarbeitern, sage ich mal, bei denen ich anfangs versucht habe, alles zu erklären. Und zwar bevor sie etwas gemacht haben. Das hat meistens dazu geführt, dass ich zu viele Informationen gegeben habe und derjenige das gar nicht irgendwie realisieren konnte. Warum erklärt er mir das jetzt so? Was hat das für Vorteile? Und so weiter. Also bin ich irgendwann dazu übergegangen, nur einen Teil der Informationen erstmal zu geben und dann erstmal die Leute machen zu lassen. Die Erfahrung muss man einfach sammeln und dann während der Arbeit drauf eingehen und sagen, okay, das hast du prinzipiell gut gemacht, allerdings, wenn du das so und so machst, geht es etwas leichter. Das heißt also, immer erstmal sich quälen lassen und dann Stück für Stück Informationen dazu füttern. Wenn man sich die Kommentare unter meinem letzten Video anschaut, der Dachflächenfensterverkleidung 1.0, da kann man erkennen, wie viel Profis und wie viel Fachwissen überhaupt hier auf YouTube unterwegs ist. Das ist für mich wirklich sehr interessant und auch ein toller Lernfaktor, sich mit diesen Kollegen auch auszutauschen, in Verbindung mit Anfängern, sage ich mal, oder Heimwerkern, die gewisse Dinge einfach hinterfragen, die für uns als Profis Alltag sind und deswegen oftmals auch einfach untergehen. Das ist das Schöne hier am YouTube und das gefällt mir auch sehr gut und das möchte ich auch so beibehalten. Diese Entwicklungsschritte, die ich hier nach und nach zeigen möchte, denke ich, erhöhen auch einfach den Lernfaktor für alle. Nicht nur für mich, auch für den einen oder anderen Zuschauer. Deswegen bitte weiter mit euren Kommentaren. Auch Kritik ist für mich sehr wichtig, sonst würde es nicht zu solchen Weiterentwicklungen auch kommen, denn auch ich muss ja aus meinem Alltagstrott raus. Und dieser Alltagstrott, der kehrt natürlich sehr schnell ein, wenn man wie ich fast jeden Tag alleine auf der Baustelle ist. So kann es bei mir vorkommen, dass ich 14 Tage überhaupt keinen Besuch auf der Baustelle habe. Mittlerweile fange ich dann schon an, mit mir selbst zu erzählen. Ich wurde oft gefragt, welche Sägeblätter ich für den Multimaster verwende. Das war jetzt das letzte Set, das ich bestellt habe. Da war auch dieses breite Sägeblatt mit dabei. Das ist gerade im Übergang Dachschräge, Deckenverkleidung vom Dachflächenfenster sehr gut geeignet. Je breiter das Sägeblatt ist, umso schöner liegt das Blatt auf der Verkleidung auf. Umso exakter kann ich schneiden. Deswegen aus meiner Erfahrung her kann ich dieses Sägeblatt wirklich sehr gut empfehlen. Man sieht, wie sauber ich damit arbeiten kann. Wie gesagt, das kann ich auch mit einem Fuchsschwanz anfertigen. Ist allerdings etwas anstrengender in der Position zu schneiden, aber geht natürlich auch. Hier muss ich jetzt gerade noch eine zusätzliche Unterkonstruktion zum Gradsparren herstellen. Das ist bei der normalen Lattung nicht ausreichend, deswegen lieber nochmal eine Latte dazugeschraubt. Hier kann man jetzt ganz gut erkennen, dass in der Dachschräge Kabel mit eingebracht sind. Da würde mich mal interessieren, wie die Kollegen das so machen. Bei mir ist es oft so, dass die Bauherren fragen, ob ich die mit reinbringen kann. Natürlich kann ich prinzipiell die Kabel damit reinlegen. Allerdings, wenn ich diesen Aufwand betreibe, muss ich natürlich auch die Bohrungen erstmal grob ausmessen. Das kostet natürlich auch Zeit. Also fertige ich dann natürlich auch die Bohrung für die Einbauspots an. Dann kommt immer wieder die Frage, wieso kostet das extra Geld? Ja, ich muss das halt messen. Ich muss die Bohrlöcher herstellen. Das kostet mich alles Zeit. Wie macht ihr das? Macht ihr dann einfach nur ein Kreuz auf die Gipsplatte oder stellt ihr auch die Bohrung her? Hier nochmal kurz gezeigt, ein Korb, der die Folie schützt vor Hitzeentwicklung von den Einbauspots. Aber nochmal darauf zurückzukommen, mich würde mal interessieren, wie die Kollegen das machen. Legt ihr die Kabel, messt ihr das alles aus, stellt ihr die Bohrung her oder überlasst ihr das den Elektrikern? Würde mich mal interessieren, schreibt mir mal kurz in die Kommentare.
Wie gerade hier zu sehen war, war da unten eine kleine Unebenheit im Putz. Das muss ich natürlich entfernen, sonst habe ich später Wellen in meiner Verkleidung. Hier kann man ganz kurz erkennen, wie exakt gerade diese Kante ist. Das geht natürlich nur, wenn der Verputzer auch gerade verputzt hat. Wenn er Wellen an seiner Wandfläche hat, dann setzen sich die Wellen natürlich auch in meiner Dachschrägenverkleidung fort. Und das sieht wirklich katastrophal aus, wenn es da auf und ab geht. Und das möchte der Bauherr auf gar keinen Fall haben. Deswegen bitte ich immer die Verputzer, darauf auch zu achten. Ein von mir häufig genutztes Werkzeug ist diese Stellschmiege. Für uns Zimmerleute ein alltägliches Werkzeug. Und wie man hier ganz gut erkennen kann, erfüllt es seinen Zweck wunderbar. Ich kann die Schräge abnehmen und auf meine Gipsplatte übertragen. Und so kommt es natürlich zu solchen exakten Kanten. Ihr habt euch vielleicht gefragt, was jetzt hier mit dem sichtbaren UA-Profil der Duschtrennwand passiert. Ich konnte das Maß ja nicht so exakt festlegen, als ich die Wand gestellt habe und habe das Profil lieber ein Stück zurückgesetzt. Jetzt habe ich das exakte Maß. Da oben stört jetzt dieser UA-Winkel, so dass ich da jetzt eine 6 mm Platte noch aufgebracht habe, eine 6 mm Gipskartonplatte, und konnte damit den Winkel überspringen und habe dann zum Schluss nochmal eine 12,5 mm Gipsplatte draufschrauben können. So habe ich, das ist leider jetzt hier nicht zu erkennen, später eine Flucht von der Dachflächenfensterverkleidung mit der Duschtrennwand. War prinzipiell gut gedacht, bis ich jetzt nach den Fliesenarbeiten gesehen habe, dass auf die Stirnseite dieser Duschtrennwand gefliest wurde. Wenn ich es schaffe, zeige ich euch noch mal ein paar Bilder vom fertigen Bad auf Instagram. Da kann man jetzt sehen, dass der Fliesenleger bis zur Dachschräge die Fliese gearbeitet hat und hat dann einfach aufgehört. Also optisch gefällt mir das gar nicht. Ich weiß auch noch nicht, ob der Bauherr das so richtig wahrgenommen hat, wie das später dann auch im finalen Zustand aussieht. Ich werde euch das, wie gesagt, nochmal fotografieren und auf Instagram zeigen. So, jetzt hier die finale Platte. Wenn man da immer drunter steht, ja, da kann es schon passieren, wie auch öfter in meinen Videos zu sehen, dass man gar nicht mehr weiß, wo war denn jetzt meine Unterkonstruktion. Deswegen mache ich mir oftmals Linien auf die Gipsplatte, damit ich dann später nicht, wie hier in diesem Fall, 1000 Schrauben verwenden muss, um meine Lattung zu finden. Ich habe das extra nicht rausgeschnitten aus dem Video, um euch zu zeigen, dass auch ich davor nicht gefeit bin, obwohl ich es jeden Tag mache. Ich bin halt auch nicht frei von Fehlern, auch wenn es manchmal vielleicht in Videos so rüberkommen sollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr Kommentare hinterlasst, was ihr von dieser neuen Variante der Dachflächenfensterverkleidung haltet. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und für eure rege Teilnahme und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. In diesem Sinne verabschiede ich mich mit diesen letzten Bildern aus dem Badezimmer von meiner Walmdach-Baustelle. Wünsche euch alles Gute und bleibt gesund. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen.